So, hier bin ich wieder in der Tiefe angekommen. Also hier am uralten Becken. In der Tiefe, Tiefe. Das ist da drüben, genau. So. So, muss ich vielleicht das Ding auswählen? An. Shit. Okay, ich melde mich gleich wieder. Scheinbar muss ich das ausgewählt haben. Das habe ich jetzt nicht bedacht. So, ich habe es jetzt ausgewählt. Bin wieder runtergegangen. Schaut mal hier. Erstens, haben wir schwarze Geister noch? Nee. Dann können wir hier runtergehen. Ach, guck mal die Knochen an. Alles kleine. Höhere Wesen. Überall Schädel, schön Katakomben irgendwie. Hier hinten runter gehen. Sehr viele Schatten. Räuch auch überall, wie sie. Wimmern. Haufen frühere Wesen, die auch die Köpfe so deutlich, so ähnlich wie wir. Ein Riesenfriedhof. Das ist ja nur aus Spaß jetzt nicht hingestellt, weil das müssen wir ja vorher durchdringen können, sonst kämen wir ja gar nicht herher, weil ohne das zu durchdringen wären wir nicht zur Königin gekommen und der Königin hätten wir nicht das eine Stück gekriegt und das Stück wären wir nicht zum Palast gekommen. Also. Oh, guckt an, ein Riesenei. Wir lernen daraus. Oh. Wir sehen uns selbst im Spiegelbild des Eis. Wir gucken uns mal länger an. Ist da was? Was mit Strippen hier dran hängt. Das können wir machen. Reindashen. Öffne den Weg zu einem Geburtsort. Okay, den Weg haben wir gefunden. Heißt also vermutlich, dass wir hier geboren wurden. Wenn wir hier gerade. Und neben den anderen, die alle gestorben sind, sind wir eine der Wesen, die es geschafft hat, rauszu. Es passiert nichts irgendwie. Da muss ich hier zurückgehen. Ja, betrachten. Ich kann nichts. Unzerstörbar.
Okay, wir betrachten es ein bisschen länger. Erstaunlich, dass wir aber nur ein Ei finden. Ich meine, es sind ja noch so viel mehr Leichen, die herumliegen. Oder sind wir aus den Leichen wiedergeboren worden? Gibt es irgendeine Veränderung, je länger wir hier reinstarren? Ich weiß jetzt nicht, was genau passiert. Kann ja sein, dass wir erst, wenn wir rausgehen, irgendwie sich was tut. Sonst eine Interaktionsmöglichkeit. Das Ei draufnageln, genau. Fallen um. Kein Preis zu hoch. Bewegen uns hier raus. Ich kann nicht auf mein Inventar zugreifen. Immer mehr Leichen, kein Preis zu hoch. Irgendwas wird getan und wenn viele sterben, Hauptsache ist. Ist keine Gegner. Kein Geist zum Denken. Au. Ich lebe. Da. Zu wenig Licht ist echt schwierig zu sehen. Kein Wille zu brechen. Geist zum Denken, kein Wille zum Brechen. Einfach nur leere Höhlen, die erschaffen wurden. Eine Hülle kommt wieder raus. Eine Stimme, um ein Leid, um dem Leid aufzuschreien. Denn Mensch existiert, doch keine Rechte. Aus Gott und Lehre geboren. Könnt ihr mir mal bitte eine Plattform wiedergeben? Dankeschön. Aufstieg von uns aus der Leere. Die Leichen, die hergeworfen wurden. Da sind wir. Laufen. Ihm hinterher. Uns. Dem König. Du wirst das gleißende Licht, das ihre Träume heimsucht, versiegeln. Du bist das Gefäß, du bist der Hollow Knight. Wir kennen aber schon einen Hollow Knight. Herz der Leere. Sammelt. Auch ein Achievement direkt dazu. Wir haben auch kein Spiegelbild mehr, guckt mal. Oh, es braucht doch gar keine Plätze mehr. Okay. Ein schwarzes Loch, das im Inneren verbogen war und jetzt entfesselt ist, weint die Leere unter dem Willen des Trägers. Der Talisman ist Teil seines Trägers und kann nicht abgelegt werden.
verschwinden jetzt, weil sie selber wissen, dass wir zur Lehre gehören. Och, ist das traurig. Können wir Traumnageln aber? Diesen scheiß weißen Palast bis dahin gemacht. Ich werde wohl jetzt hinkriegen, hier ein paar einfache Stellen abzuspringen. Ich muss echt sagen, der Palast ist echt bösartig. Also ich komme nicht dazu, die zu traumnageln. Da wären sie nicht dagegen. So. Jetzt ist nur die Frage, ob Ronald irgendwann nochmal kommt. Wenn ich den ganzen Weg jetzt nochmal nach oben gehe, wo ist das jetzt gerade sinnlos? Okay, ich gehe mal hoch. Wenn ich Ronald sehe, dann melde ich mich. Ansonsten schauen wir, was wir als nächstes machen. Ich müsste ja noch ein paar... Neben diesem Weg der Schmerzen müsste ich noch ein paar Geisterkrieger, und zwar die Endform, also die Geisterbosse demzufolge, machen. Und ich muss dieses... was in der Stadt ist, dieser Zirkus, der muss auch mal gemacht werden. Bis dann. Ich habe zwar nicht 100 getroffen, aber hier nochmal den Eingang gelesen. Höheres Wesen, so wurde es in euch allein bestimmt. Unser reines Gefäß ist aufgestiegen. Wissen, wer es ist? Hinter diesem Tor liegt einzig der bedauerliche Abfall seiner Schöpfung. Wir werden diesen Ort nicht länger betreten. Es sind also massenweise solche Hollow Knights hergestellt worden. Und ja, der eine schien als der reine, aber auch dieses Gefäß konnte leider... diese Infektion nicht aufhalten. Durch was sind die aber geschaffen worden? Na gut. Dann mal schauen, was wir als nächstes machen. Ich habe 100 leider nicht getroffen hier oben. Bis demnächst, euer Landetor.